Wenn man sich Cristiano Ronaldo heute anschaut, sieht man, dem Mann geht es mehr als nur gut. Er hat eine gesunde Familie, finanziell hat er komplett ausgesorgt, er hat teure Autos, geile Häuser und mehr. Bei Ronaldo war das aber nicht immer so. Er hat eine sehr schwere Kindheit gehabt, wo es ihm finanziell auch sehr schlecht ging. Aber um was geht es jetzt eigentlich im heutigen Video? Ganz einfach, ich möchte im heutigen Video zurückgehen in die Vergangenheit, nicht zu dem Zeitpunkt, wo Ronaldo noch ein komplettes Kind war, sondern schon ein bisschen später, und zwar als er 16 Jahre alt war. Denn da hat er sozusagen sein allererstes Interview gegeben und hat wirklich interessante Sachen gesagt, und beim Interview sieht man auch interessante Sachen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ich muss dazu ein Video machen, denn es gibt ein paar wirklich lustige Fakten dazu und es ist interessant zu sehen, wie Ronaldos Anfänge waren als Profi. Deswegen lasst uns jetzt mit dem Video beginnen. Das erste, was natürlich auffällt, ist, dass Ronaldo optisch anders aussieht als heute. Sein Körper ist weniger breit, weniger definiert. Er hat natürlich auch zu dem Zeitpunkt schon einen geilen Körper gehabt, aber später wird sein Körper noch krasser. Und natürlich fällt es auch im Gesicht auf, beispielsweise mit den Zähnen. Die sind noch nicht gemacht. Das sind noch seine ursprünglichen Zähne. Das mal zum Optischen. Kommen wir jetzt aber zum nächsten. Und das finde ich nochmal interessanter, denn es ist eigentlich etwas, was offensichtlich ist. Und trotzdem, wenn ich an Ronaldo denke, würde ich niemals an das denken. Und zwar, Ronaldo nutzte damals öffentliche Verkehrsmittel. Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, jeder von euch kennt diesen Clip, wo Ronaldo Kaffee trinken geht und gefühlt 1000 Bilder machen muss. Und jetzt in diesem Interview zu sehen, wie er Zug fährt, ist schon lustig. Was mich persönlich am meisten überrascht hat im ganzen Interview und auch gefreut hat auf eine Art und Weise, ist, dass Ronaldo maybe ein Gamer ist oder ein Gamer war. Denn er geht zu seinem Mitbewohner und spricht ihn auf seine Konsole an und sagt, dass er zu Hause auch so eins hat und dass das sehr teuer ist. Das zeigt mir zwei Dinge. Einerseits, dass Ronaldo damals definitiv auf Preisschilder und sonst was geachtet hat, weil er eben, wie gesagt, weniger Geld hat. Und zweitens, dass Ronaldo, wie gesagt, maybe ein Gamer ist. Man muss hier aber natürlich auch erwähnen, dass die PS2 damals auch als DVD-Player genutzt wurde und nicht nur zum Zocken. Das war ja auch für viele dann so ein Grund, es auch noch zu kaufen, dass man eben auch noch Filme und sonst was schauen kann. Was dafür sprechen könnte, dass es sogar so ist, ist, dass es nicht beim Namen nennt und sehr komisch irgendwie umschreibt, finde ich. Es wirkt so und so, als ob er sich nicht wirklich damit auskennt. Wenn aber drauf gezockt worden ist, dann muss es eigentlich Ronaldo sein, weil in seiner Familie könnte ich mir sonst niemanden vorstellen, der gezockt hätte. Was denkt ihr zu diesem Thema? Schreibt es gerne in die Kommentare. Als nächstes, Ronaldo hat noch darüber geredet, wie es für ihn ist, jetzt bei den Profis mitzutrainieren. Und da hat er Sachen erwähnt, wie, dass er sich noch nicht komplett wohlfühlt, wie mit dem Jugendteam, was natürlich ganz selbstverständlich ist. Ich frage mich aber nur, ob das ein Ronaldo heute auch so sagen würde, wenn er in einem neuen Team ist. Weil ich glaube, Ronaldo hat mittlerweile so viel Erfahrung und Selbstvertrauen, dass er diese Unsicherheit, glaube ich, nicht mehr so fühlen wird, wie es damals ist, beziehungsweise bei diesem Interview jetzt. Bei diesem Interview, finde ich, merkt man auch ein bisschen, dass er noch ein bisschen nervös ist und noch nicht dieses Selbstvertrauen hat, das er heute hat. Was natürlich aber auch mit der Erfahrung kommt, das ist normal. Wenn ihr einen Job zum ersten Mal angefangen habt und ihr es noch nie gemacht habt, dann werdet ihr auch nicht komplett sicher sein, wie es nach ein paar Jahren seid. Das ist normal. Und trotzdem irgendwie interessant zu sehen, weil es, wie gesagt, ein Cristiano Ronaldo ist und Ronaldo steht für mich für Selbstvertrauen und sonst was. Ronaldo sagte auch, dass seine Mitspieler ihn kritisieren, wenn er was falsch macht. Da frage ich mich, hallo, wann macht Ronaldo was falsch? Also, Das war grundsätzlich das erste Interview. Falls ihr es euch auch anschauen wollt mit englischen Untertiteln, dann checkt in der Beschreibung den Link ab. Damit kommt ihr zum Video. Ansonsten, falls euch dieses kurze Video gefallen hat und ich öfters auch mal kürzere Videos in dieser Art und Weise machen soll, dann lasst es mich wissen. Falls ihr mich supporten wollt, abonniert den Kanal. Falls ihr auch ein bisschen Geld übrig habt, könnt ihr auch Kanalmitglied werden. Das supportet mich wirklich sehr, denn die Videos kosten mir schon sehr, sehr viel Zeit. Vor allem in dieser Häufigkeit. Ich will mich nicht beschweren oder so. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Aber gut, sei es drum. Scheiß jetzt auf das alles. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt stabil und gesund.